Also der Nutzen für die Teilnehmer ist eigentlich vielfältig. Zum einen ist es natürlich die Pflege der Kontakte. Wenn man also aus den Seminaren rausgeht, verliert man sich also häufig. Und der Alumni-Kreis schweißt eigentlich diese Kontakte eigentlich wieder zusammen, führt die Menschen eigentlich wieder zueinander. Das ist also, wie gesagt, der erste Nutzen. Der zweite Nutzungsgrad, wir vermitteln also Wissen mit diesen Alumni-Veranstaltungen. Wir veranstalten diese Tagungen ja gemeinsam mit Unternehmen, die wir also motivieren, uns einzuladen. Wir haben dann darüber hinaus auch noch einen erheblichen Wissenstransfer, denn wir widmen uns also bei diesen Unternehmensbesuchen auch ganz bestimmten Themenfeldern, die wir über externe Referenten, über Referenten aus dem Unternehmen bearbeiten und die wir dann sogar auch in Workshops im Alumni-Kreis miteinander diskutieren und weiterentwickeln. Also es findet auch ein Wissenstransfer aus diesem Alumni-Zirkel in die einzelnen Unternehmen statt. Wir konnten insgesamt 7 Anlässe organisieren in den zurückliegenden 6 Jahren. In diesem Jahr werden wir also den 8. Anlass durchführen. Wir werden uns bei diesem Anlass dem Thema der Markenstrategie widmen. Wie entwickelt sich also eine erfolgreiche Markenstrategie in einem Unternehmen? Was ist dafür wichtig? Wir haben in der Vergangenheit unterschiedliche Themen beleuchtet. Wir haben uns also einmal auseinandergesetzt mit der Exzellenz im Vertrieb. Wir haben auch darüber gesprochen, auch vor dem Hintergrund der sich immer globalisierenderen Wirtschaft, wie wichtig ist interkulturelle Kompetenz in einem Unternehmen und für das Unternehmen. Wir haben auch über das wichtige Thema des Change gesprochen und das sollen also nur einige Beispiele sein, die wir also in diesen Alumni-Veranstaltungen behandelt haben.